أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah, liebe Geschwister, wir bedanken uns erstmal bei der Moscheeleitung, dass sie uns einen Vortrag hier ermöglicht haben, bei euch in dieser gesegneten Moschee. Möge Allah azza wa jal denjenigen, die dafür verantwortlich waren, den vollen Lohn schreiben und dieses zu einem Grund machen, dass sie am Tage der Auferstehung in das Paradies hereinkommen werden. Allahumma amin. Inshallah ta'ala, damit wir die Zeit auch effizient nutzen, liebe Geschwister, bevor sie uns davonläuft, werden wir heute inshallah ta'ala über ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns Muslime sprechen, und zwar über den Tod und die Wirklichkeit des Todes. Wenn ich dich frage, lieber Bruder und liebe Schwester, wann möchtest du sterben? Wann? In 2 Monaten? In 1 Jahr? In 5 Jahren? In 10 Jahren? Wann möchtest du sterben? Wärst du bereit, jetzt zu sterben auf der Stelle? Die meisten nein. Und wisst ihr, was der Grund dafür ist, liebe Geschwister? Wer sagt mir das? Unsere Sünde. Wie viele Sünden stehen in unseren Büchern geschrieben, und jeder hat ein Buch, wo die Engel alles aufzeichnen, was er an guten oder an schlechten Taten gemacht hat. Wie viele Sünden stehen in diesem Buch geschrieben und wir haben noch nicht dafür bereut. Sie stehen offen. Offen, um dafür abgerechnet zu werden bei Allah Azza wa Jal. Und Allah Azza wa Jal, er ist barmherzig, aber er ist auch streng im Bestrafen. Denn Allah Azza wa Jal, er hat nicht nur einen Paradiesgarten erschaffen, liebe Geschwister, ein wunderschönes Paradiesgarten für die Gottesfürchtigen, sondern er hat auch ein Höllenfeuer erschaffen, wo er die Kuffar und die Sünder durch und durch in diesem Höllenfeuer bestrafen wird. Und es ist das Recht Allahs, dass er belohnt, wem er will, und dass er bestraft, wem er will. Fa'alun lima yurid. Er tut, was er will, und niemand darf sich Allah Azza wa Jal in den Weg stellen. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Er, Subhanah, wird nicht nach dem gefragt, was er tut, aber sie werden gefragt, die Diener werden gefragt. Liebe Geschwister, wann bist du bereit zu sterben? Noch heute? Wenn nein, dann leben wir falsch. Wenn du nicht heute sofort an dieser Stelle bereit bist zu sterben, dann leben wir falsch, liebe Geschwister. Und ich weiß, dass es niemanden hier gibt, der nicht an den Tod glaubt. Nein, alle glauben an den Tod. Und jeder weiß, dass er sterben muss. Aber wer von uns hat sich tatsächlich Gedanken darüber gemacht, was passieren würde, wenn jetzt der Tod bei ihm einsetzt? Wie viele von uns? Wie viele, die hier behaupten, wir sind anders als die Kuffar, haben sich tatsächlich Gedanken darüber gemacht, was jetzt passieren würde, wenn der Tod bei uns einsetzen würde, liebe Geschwister? Jeder weiß, dass er sich auf den Tod vorbereiten muss, aber
welche Taten haben wir gemacht, damit wir uns vor einem schlechten Tod retten. Möge Allah Azza wa Jal uns nur bei einer Gehorsamkeit sterben lassen. Eine Frage, lieber Diener Allahs. Was wärst du bereit zu bezahlen, damit du erfährst, wann der Todesengel zu dir kommt? Was? Wie viel wärst du bereit zu bezahlen? Ihr werdet mir sagen, hä? Alles. Alles. Warum alles? Weil wir uns dann auf beste Art und Weise auf die Begegnung mit dem Todesengel einstellen könnten. Sag, richtig. Und subhanallah al-azim, wenn du wüsstest, dass heute der Todesengel zu dir kommt, dann würdest du dich mit den besten Taten schmücken. Sag, wallahi al-azim, du würdest dich nur mit guten Taten beschäftigen. Du wärst die ganze Zeit im Gebet, im Gedenken an Allah, und man würde dich nicht bei einer Sünde ertappen. Wenn du wüsstest, dass heute um 23 Uhr der Todesengel zu dir kommt, was würdest du tun? Beten ohne Ende. Galatasaray spielt, Fenerbahce. Kein Interesse. Kein Interesse, warum nicht? Weil man weiß, dass zu diesem Zeitpunkt etwas viel ernster ist als das, was man normalerweise tut. Liebe Geschwister, wenn der Todesengel heute zu dir kommt, wallahi, du würdest nichts anderes tun als gute Taten. Aber wie viele von uns haben diesen Zeitpunkt vergessen, diesen Termin mit dem Todesengel? Daher kommt der Todesengel zu einem von uns, während er ein Joint raucht und während er Alkohol trinkt und während er, wal'iyadu billah, mit seiner Freundin im Bett liegt. Und während er in der Disco ist, das ist der Todeszeitpunkt von vielen Menschen von uns. Möge Allah Azza wa Jalla uns ein gutes Ende geben. Warum sind diese Leute so gestorben? Weil sie gewiss waren, dass der Todesengel zu ihnen kommt? Antwort? Antwort? Nein. Sie haben es vergessen, liebe Geschwister. Aber wenn ich dir sagen würde, heute um 23 Uhr kommt der Todesengel zu dir, dann bleibt dieser Termin fest in deinem Kopf. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ. Und die Benommenheit des Todes, wisst ihr, was das bedeutet? Die Benommenheit des Todes. Habt ihr mal einen Besoffenen gesehen? Er weiß gar nicht mehr, was er tut. Habt ihr jemanden gesehen, der gerade frisch aufgestanden ist? Er ist verwirrt. Er ist in Trance, liebe Geschwister. Er weiß so gar nicht richtig, was er tut. Diese Person, er hat die Benommenheit. Aber stell dir vor, sie wird eingesetzt während des Todeszeitpunktes. Wenn du den Tod erfährst, genau zu diesem Zeitpunkt, kommt diese Sakaratul Maut, die Benommenheit des Todes. Du verlierst deinen Verstand in dieser Situation. Allahu Akbar. Du verlierst deinen Verstand. Allah Azza wa Jal sagt, das ist das, wovor der Diener immer weggelaufen ist. Rennst du weg vor dem Tod? Wenn du Nein sagst, bist du ein Lügner. Allah, der Wahrhaftige, er sagt uns das. Liebe Geschwister, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Sprich! Sprich, ja Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, damit jeder Diener auf dieser Welt diese Worte hört. Sprich, der Tod, vor dem ihr wegrennt, er wird euch mit Sicherheit ereilen. Rennst du in den Osten, kommt der Tod vom Osten. Rennst du in den Westen, kommt der Tod vom Westen. Rennst du nach oben, kommt der Tod von? Er kommt. Und du wirst nicht vor ihm fliehen können. Hast du den Todeszeitpunkt vergessen? Hast du vergessen, dass der Todesengel schon den Befehl von Allah Azza wa Jal bekommen hat, dass er an dem und dem Tag deine Seele nehmen soll? Allah, er befiehlt, was er will. Und wenn Allah Azza wa Jal dem Todesengel befiehlt, dass er heute um 23 Uhr 15 und 23 Sekunden deine Seele nehmen soll, wallahi, er kommt auf die Sekunde genau, wie Allah Azza wa Jal ihm das befohlen hat. Auftrag von Allah. Widersetzen sich die Engel Allah? Antwort? Nein. Wallahi al-Azim. Niemand widersetzt sich Allah Azza wa Jal. Warum hast du dich auf den Tod nicht vorbereitet? Du hast den Termin mit dem Todesengel vergessen.
Lieber Bruder, ich sage es dir und schreib es dir hinter die Ohren, du hast den Termin mit dem Todesengel vergessen. Was ist der Beweis dafür? Schaut unsere Taten am Tag an. Was sind unsere Taten heutzutage? Wir sitzen stundenlang vor dem Fernseher. Und wir telefonieren stundenlang. Base, Flair, Mad Chat. Alles ist dabei, liebe Geschwister. Wir haben keine Zeit mehr, uns der tatsächlichen Ibadah zu widmen. Warum? Weil wir den Termin vergessen haben mit dem Todesengel. Nochmal die Frage. Wenn du heute um 23 Uhr stirbst, würdest du heute nochmal mit deiner Freundin telefonieren? Würdest du heute nochmal in die Pizzeria gehen, wo du mit Schwein und Alkohol arbeitest? Würdest du das tun? Du würdest diese Dinge nicht machen. Allah Azza wa Jal, er erinnert uns an das Wichtigste in unserem Leben. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten, sagt Allah Azza wa Jal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Und ihr werdet alle eure Belohnung heißt auch Bestrafung, am Tage der Auferstehung dafür erhalten, was ihr getan habt. Faman zuhziha 'anil nar. Und jetzt nennt Allah Azza wa Jal die Gewinner. Derjenige aber, der sich von dem Höllenfeuer entrückt, der dem Höllenfeuer entfernt bleibt. Was ist mit ihm? Verlierer oder Gewinner? فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدِخِلَ الْجَنَّةِ. Und er geht ein in das Paradies. فَقَدْ فَاز. Der hat tatsächlich einen Erfolg erzielt. Wer hat heute in dieser Welt einen Erfolg erzielt? Da kommt einer und sagt, ich habe in einem Monat 50 Frauen klar gemacht sein. Was sagen die Leute? Wow, du bist der Beste unter uns. Und sie stellen ihn auf die Tribüne. Sag. Ach, ich habe eine ganze Flasche. Er sagt nicht Wodka, weil er ist Muslim, Raki. Raki ist islamisch. Ich habe eine ganze Flasche Raki so einfach weggehauen. Glaubst du das? Wirklich? Die reden über diese Themen. Allah, Azza wa Jal, er hat uns genannt, was der Erfolg ist, dass du dich vom Höllenfeuer entfernst. Das ist der einzige Erfolg. Denn was nützt es dir, dass du ein Milliardär bist, dass du 100 Frauen hattest und du bist im Höllenfeuer? Wirst du glücklich sein mit diesen Taten? Wallahi al-Azim, nein. Wallahi ladim, nein. Liebe Geschwister, deswegen sieht hier, wie barmherzig Allah Azza wa Jalla ist. Man sagt, warum erinnert uns Allah an den Tod? Ganz einfach, weil wir ihn vergessen haben. 23 Uhr, vergiss den Termin nicht mit dem Todesengel. Wenn du um 23 Uhr den Termin hättest, was würdest du an Taten machen? Wallahi, du würdest dich so anstrengen, gute Taten zu machen. Und du würdest auch bei dieser guten Tat sterben. Warum? Weil du weißt, um 23 Uhr, Punkt genau, kommt der Todesengel. Da bin ich im Gebet. Da bin ich im Sujud, in der Niederwerfung. Niemand kann mich von dieser Tat abhalten. Sag. Okay. Aber wobei sterben die Leute? Bei diesen Taten oder bei anderen Taten? Bei anderen Taten. Ich frage euch, liebe Geschwister, und lasst uns ehrlich mit uns selbst sein. Wallahi, wir leben in einer Zeit, wo die meisten Menschen sich anlügen. Wollen wir heute ehrlich mit uns sein? Ja oder nein? Ja. Ich sage euch zwei Fälle und ihr sagt mir, wer in das Paradies und wer in das Höllenfeuer kommt. Eine Person, er gedenkt Allahs. Er betet, er fastet, er zahlt seine Zakat, er pilgert zum Hasch. Er lässt das Schlechte und tut das Gute. Er tut keinem Menschen Unrecht an. Und du siehst ihn nur dabei, wie er den Menschen in das Gesicht lächelt. Wo kommt so eine Person hin? Paradies. Eine andere Person, er geht in Cafés und sitzt mit seinen Freundinnen und hört diese versauten, schmutzigen Lieder und schaut sich die versauten, schmutzigen Filme an. Und er tut den anderen Menschen Unrecht an. Er betet nicht, er fastet nicht. Du hörst aus seinem Mund nichts anderes als teuflische Wörter. Wo kommt diese Person hin? Wollen wir uns betrügen? Wir wissen doch, wo der hinkommt und wo der hinkommt. Frage, warum leben wir nicht wie die erste Person? Nee,
Wir wollen lieber so leben wie die zweite Person, aber trotzdem wo reingehen? In das Paradiesgarten. Assalamu alaikum, ismi Muhammad. Die Engel warten schon auf dich. Die sagen, wir haben auf dich gewartet, denn du heißt Muhammad. Und das ist das Wichtigste für uns. Geh in das Paradiesgarten ein, so. Nur weil du Muhammad heißt. Unsere Religion hat nichts mit Namen zu tun. Denn es könnte sein, dass du eine Person kennenlernst. Er heißt Jeff oder Pfeff. Aber er praktiziert seine Religion. Und er ist 1000-mal besser als Muhammad. Auch wenn er nicht beschnitten ist. So ist unsere Religion. Unsere Religion ist verbunden mit Taten. Ihr sagt mir, man kommt nur in das Paradies mit der Barmherzigkeit Allahs. Ich sage euch, ja. Man kommt nur herein mit der Barmherzigkeit Allahs. Wie auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam selber nur mit der Barmherzigkeit Allahs in das Paradies kommt. Aber eine Frage, was ist der Grund dafür, dass Allah mit dir barmherzig ist? Hä? Die Taten. Udukhuluha, udukhulul Jannah. Betretet das Paradies, bima kuntum ta'malu. Für das, was ihr an Taten gemacht habt. Und nicht für das, was ihr an Taten unterlassen habt. Das ist der Unterschied, liebe Geschwister. Dass wir verstehen, dass wir das Paradies nur bekommen, wenn wir uns auch tatsächlich anstrengen. Viele fragen sich, wann ist die Abrechnung? Sie ist noch so weit entfernt. Ich habe viel Zeit, wallahi al-azim. Ich sage dir, und du fragst dich die Frage, wann werde ich das Paradies sehen? Oder wann werde ich das Höllenfeuer sehen? Wie lange dauert es noch, bis ich Allah azza wa jal begegne? Die Antwort ist, sei nicht erstaunt, vielleicht morgen oder übermorgen. Eine Frage, lieber Diener Allahs, wenn du heute Abend stirbst, was macht man mit dir, wenn du stirbst? Was macht man mit dir? Hä? Man wäscht dich, wenn du jemanden findest, der dich überhaupt waschen möchte. Weiter, was tut man danach? Man betet auf dich. In der Hoffnung. Da ist ein Alkoholiker, ja Rabbi, lass ihn mal ins Paradies. Wisst ihr, dass so eine Person bei deinem Totengebet anwesend ist? Der braucht selber Dua. Wer soll bei deinem Todesgebet da sein? Subhanallah al-Azim, dann wird man dich in ein Grab hereintun und was erfährst du im Grab? Das Paradies oder die Hölle? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung: Al-Qabru imma rauda min Riyad al-Jannah au Hufra min Hufarina. Das Grab ist entweder ein Paradiesgarten von den Paradiesgärten oder eine Feuergrube von den Feuergruben. Hier hast du deine Hölle oder dein Paradies. Ist die Abrechnung noch so weit hin? Frage. Ja oder nein? Hat heute einer eine Garantiekarte in diesem Raum, dass er heute nicht sterben wird? Antwort. Wallahi nein. Viele von uns denken, dass es noch sehr lange dauert, liebe Geschwister, bis Allah Azza wa Jal mit uns abrechnet. Dabei fängt die Abrechnung schon im Grab an. Hast du dieses gewusst, dass es im Grab schon eine Belohnung oder eine Bestrafung gibt, lieber Bruder? Eine Frage. Welche Engel möchtest du sehen, wenn der Tod bei dir einsetzt? Welche Engel? Die Engel der Barmherzigkeit oder die Engel der Strafe? Hört, wie die Seele der Kuffar, der Sünder durch und durch herausgenommen wird. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ يَدْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Wie also, wenn die Engel die Seele von diesem ungehorsamen Diener, den Kuffar oder den Sünder durch und durch nehmen. Sie nehmen die Seele nicht einfach so, liebe Geschwister, sondern sie schlagen ihn auf sein Gesicht und sie schlagen ihn auf seinen Rücken, bis die Seele herauskommt. Und die Seele versteckt sich hinter jedem Organ. Sie möchte nicht heraus, denn sie weiß, was ihr blieb. Was aber, wenn die Engel
ihre Seelen nehmen und sie ins Gesicht und auf den Rücken schlagen. Wisst ihr, liebe Geschwister, mit was sie sich schlagen? Die Engel, sie haben ein Schlagwerkzeug. Was ist dieses Schlagwerkzeug? Miqma'a, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagte in einer umstrittenen Überlieferung, Al-Dhahabi sagt, sie ist sahih, und Sheikh Al-Albani sagt, sie ist da'if. Er sagte, لو أن مقمعاً من حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان ما أقلوا من الأرض. Wenn diese Miqma'a genommen wird, was ist das? Es ist eine Art Eisenstange, Eisenhammer. Such dir einen Begriff aus. Was passiert, wenn dieses auf die Welt getan werden würde, auf die Erde? Die gesamten Menschen und Dschinn wären nicht in der Lage, sie zu tragen. Damit wird deine Seele geschlagen, bis sie herauskommt. Damit. Lieber Diener Allahs, wenn dieser Hammer, wenn diese Eisenstange so gewaltig ist, was denkst du über den Engel, der sie in der Hand trägt? Und was denkst du über Allah, der diesen Engel erschaffen hat? Ist dir bewusst, mit wem du dich anlegst? Warum werden sie bestraft? Allah Azza wa Jalla ergibt uns die Antwort. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَ. Dies ist deswegen, weil sie dem gefolgt sind, was Allah Azza wa Jalla zornig gemacht hat. Er hat Alkohol getrunken. Er hat Zina gemacht. Er hat Glücksspiele gespielt. Er hat das getan. Er hat Dinge getan, die ihm Allahs Zorn zugezogen haben. Und er hat Taten gemacht, die gegen das Wohlgefallen Allahs Azza wa Jal waren. Und deswegen hat Allah Azza wa Jal ihn bestraft. Schaut, wie die Seele von denjenigen genommen wird. Wie schwer ist der Tod? Denkt ihr, der Tod ist leicht? وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Und die Benommenheit des Todes, sie kommt in Wahrheit. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, تَحَدَّثُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ, berichtet über Bani Israel, über dieses Volk. فَإِنَّهُ كَانَتْ فِيهِمْ الْأَعَاجِيبِ. Sie haben tatsächlich unglaubliche Ereignisse gehabt. Er berichtet uns, sallallahu alaihi wa sallam, Hadith ist bei Imam Ahmad und sahih, liebe Geschwister. Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, kharajat ta'ifatum minhum fa'atau maqbara. Eine Gruppe von Bani Israel, sie sind herausgezogen zu einem der Friedhöfe. Was ist passiert? Sie sagten, lau sallayna rak'atayn fada'auna Allah azza wa jal yukhriju lana ba'da al-amwat yukhbiruna 'anil maut. Wir werden Allah azza wa jal darum bitten, dass er einen Toten für uns lebendig macht, dass er einen Toten aus seinem Grab herausholt, damit wir ihn fragen, wie der Tod ist. Wir beten zwei Raka'a und dann werden wir Allah darum bitten, dass er uns einen Toten auferstehen lassen soll, damit wir ihn über was fragen? Über den Tod. Subhanallah al-Azim. Er sagte, verfahren, so haben sie es getan. فَبَيْنَهُمْ كَذَلِكْ إِذْ طَلَعَ رَجُلٌ. Und dann, nachdem sie es getan haben, kam ein Mann heraus aus dem Grab, liebe Geschwister, er sagte zu dieser Gruppe von Bani Israel, يَا هَؤُلَا, o ihr, مَا أَرَدْتُمْ إِلَيْهِ, was wollt ihr von mir? فَوَاللَّهِ لَقَدْ مِتْتُ مِئَةِ سَنَةٍ فَمَا سَكَنَتْ عَنِّي حَرَارَةُ مَوْتِي حَتَّى كَانَ الْآنِ. Ich bin bereits seit über 100 Jahren tot und bis jetzt hat die Todeshitze bei mir eingesetzt. Bis jetzt hat die Todeshitze bei mir eingesetzt. Schmerzen, Qualen. Seit wie lange? Seit über 100 Jahren. Ist der Tod leicht? Ich frage dich, lieber Diener Allahs, ist der Tod leicht? Subhanallah al-Azim. Al-Hasan al-Basri, rahimullah ta'ala, er berichtet, liebe Geschwister, annahu qal, er sagte, ruya ahadun as-salihin, einer von den tugendhaften Vorfahren, er wurde im Traum gesehen. Und er war ein Tugendhafter, ein Praktizierender. Er wurde im Traum gesehen von einer anderen Person, der Gefährte von Hasan al-Basri, rahimullah ta'ala, gewesen ist. Fasa'ala, fasa'alahu
ba'da mauti. Er fragte ihn nach seinem Tod, was passiert ist. Wie hast du den Tod vorgefunden? Kayfa wajadta mautak? Wie hast du deinen Tod vorgefunden? Wie hast du deinen Tod erlebt? Fragt er diese Person, der bereits gestorben ist, und hat die Person, die bereits gestorben ist, im Traum gesehen. Kayfa wajadta ta'am al-maut? Wie hast du den Tod gekostet? Wie war der Tod bei dir? So sagte diese Person zu ihm. Er sagte, walladhi la ilaha illahu. Und er berichtet jetzt über den Tod. La huwa ashaddu min at-tabkh fil qudur. Der Tod war schlimmer als das Kochen in den Töpfen. Wal qat'u bil manashir. Und das Zerteilen mit den Sägen. Falau anni tubikhtu fil qudur. 70 مرة لكان أهون عليه. Wenn ich 70 Mal in einem Kochtopf gekocht werden würde mit dem heißesten Wasser, wäre es mir lieber als das, was ich erlebt habe, als der Tod bei mir eingesetzt hat. 23 Uhr, vergiss deinen Termin nicht. Vergiss deinen Termin nicht. Der Tod ist schwer, ja, Diener Allahs. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wie Aisha im Sahih berichtet, liebe Geschwister, als er die letzten Minuten seines Lebens verbracht hat, so hat er diese Hitze, diese Schwere des Todes beklagt. Inna al-maut la sakarat. Der Tod, er hat Sakarat, er hat die Benommenheit, er hat diese Schwere. Dieses Gewaltige, dieses Heftige, wenn Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam auf diese Art und Weise gelitten hat, wie wir. Liebe Geschwister, und das ist meine Hauptbotschaft heute an euch, wer den Tod nicht versteht, der wird nicht das Leben verstehen. So. Hey Wallah. Wer kann dich zu dem Zeitpunkt, wo du kurz vom Sterben bist, mit Geld beeindrucken? Wer? Stell dir vor, du merkst, der Todesengel, er kommt und klopft an deiner Tür. Und jeder kennt diesen Moment. Man weiß, jetzt gibt es keinen mehr, der dir helfen kann. Kein Doktor bringt man und trinkt man. Wallahi al-Azim, du bist alleine zwischen dir und diesem Todesengel. Niemand kann dir helfen. Allah Azza wa Jal, er schickt diesen Todesengel zu dir. Und je nachdem, wie du gelebt hast, wird er wunderschön sein. Oder er wird zornig auf dich sein. Und wenn Allah zornig auf dich ist, dann wird der Todesengel auch zornig auf dich sein. Wenn Allah mit dir zufrieden ist, dann wird der Todesengel zufrieden mit dir sein. Komm raus, o Seele, gehe, fliege zur Zufriedenheit Allahs. Von wem? Vom Gläubigen oder vom Kafir? Vom Gläubigen. Und der Kafir, was willst du ihm bringen zu dem Zeitpunkt, wo sein Tod einsetzt? Wird er sich über eine schöne Frau freuen? Antwort: über Geld, über ein Luxusauto. Aber das sind die Dinge, wofür er was gelassen hat? Seine Religion. So. Diese Dinge, die bei ihm in diesem Leben so viel Wert hatten, wenn der Todeszeitpunkt einsetzt und er weiß, niemand kann ihm mehr helfen, wallahi, diese Dinge haben keinen Wert mehr bei ihm. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Im Moment des Todes haben diese gesamten Dinge keinen Wert mehr bei dir. Lieber Diener Allahs, darum überlege gut, ob du wegen diesen Dingen dein Leben, deine Religion vernachlässigen möchtest. Subhanallah al-Azim. Wenn manche Leute über das Thema Tod hören, dann wenden sie sich ab, liebe Geschwister. Er hält sich die Ohren zu. Aber ich sage dir, ob du mir zuhörst oder nicht zuhörst, du wirst sterben. Kennt ihr die Leute nicht schon wieder? Erzähl mir was anderes. Erzähl mir, was mein Herz glücklich macht. Nein, mein Sünden.
والعياذ بالله. Er meint die Sünde. Liebe Geschwister, du musst, wallahi al-azim, du und ich, wir müssen über den Tod hören, damit wir wissen, wie unser Leben tatsächlich ist. Einer der Salaf-Gelehrten, er schaute sich sein wunderschönes Haus an. Wisst ihr, was er zu diesem Haus gesagt hat? Er hat mit seinem Haus geredet. Er sagte, wallahi, wenn der Tod nicht wäre, würde ich dich genießen. Wenn der Tod nicht wäre, würde ich dich genießen. Aber wenn wir wissen, dass der Tod kommt, wo ist der Genuss? Wo ist der Genuss, liebe Geschwister? Allah Azza wa Jal sagt, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ. Und die Kuffar, sie genießen ein irdischer Genuss. قُلْ مَتَعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. Sprich, der irdische Genuss ist viel oder wenig? Wenig. Wenig. Die Kuffar, sie genießen und sie essen, wie das Vieh ist, und ihre Heimstätte ist das Höllenfeuer. Du kommst heute zu mir, um diese Ayah zu verstehen. Ich gebe dir die wunderschönste Frau auf dieser Welt. Einverstanden? Natürlich seid ihr einverstanden. Und ich gebe dir alles Geld, was es auf dieser Welt gibt. Einverstanden? Natürlich seid ihr einverstanden. Aber du musst wissen, nach einer Woche wirst du in das Höllenfeuer hereingeworfen. Nimmst du den Deal an? Ja oder nein? Frage, wenn du wüsstest, nach einer Woche wirst du in das Höllenfeuer hereingeworfen, wirst du die schöne Frau genießen? Wallahi nein. Sie wird für dich aussehen wie Alice Schwarzer, potthässlich. Du siehst ihre Schönheit nicht mehr. Du siehst ihre Schönheit nicht mehr. Das Geld, was sollst du damit tun, wenn du weißt, dass du nach einer Woche in das Höllenfeuer geworfen wirst? Das ist die Eier und diejenigen, die Kuffar sind, sie genießen ein kurzer Genuss und sie essen ein kurzer Genuss und sie essen, wie das Vieh ist, denn das Vieh hat nichts anderes an Eigenschaften als diese Leute. Sie haben nicht begriffen, was im Leben tatsächlich wichtig ist und ihre Heimstätte ist das. Glaubst du Allah? Wenn ich dich frage, glaubst du Allah? Subhanallah. Bitte, liebe Geschwister, versteht das. Wenn unsere Seele heute zu Allah Azza wa Jal zurückkehrt, Allahumma la tumitna illa wa anta radin anna. Wenn unsere Seele heute zu Allah Azza wa Jal zurückkehrt und Allah diese Seele nimmt und er diese Seele abrechnet, kannst du Allah sagen, ja Allah, korrigier mein Leben, ich habe falsch gelebt? Ja? Nein. Du hast nur eine Chance. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Bis zu einem von ihnen der Tod kommt, so sagt er, oh mein Herr, schicke mich zurück. Wohin? Zur Dunya. Warum? Warum möchte er zurück zur Dunya? Hört mal die Antwort. Damit ich etwas von den guten Taten mache, die ich vorher nicht gemacht habe. Kalla! Aber nein, sagt Allah Azza wa Jal. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Aber nein, sagt Allah. Kalla heißt nicht nur nein, heißt tausendmal nein. Nein! Nein. Es ist nur ein Wort, was dieser, ich füge eine Anmerkung zu, Lügner sagt. Immer wenn du ihm gesagt hast, bereue, er sagt, ich bereue, im nächsten Moment ist er wieder zurückgekehrt. Achi macht deine Gebete, er betet dreimal, dann kommt wieder seine Freundin zurück, er geht mit seiner Freundin weg. Immer wenn Ramadan war, die ersten 5 Tage hat er sich sogar von seiner Freundin ferngehalten. Am 6. Tag musste er sie wiedersehen. Lügner! Jedes Mal sagt er, ja Allah, ich bereue, und er kehrt wieder zurück zur Sünde. Aber nein, es ist
ist nur ein Wort, was er spricht. Und hinter ihnen ist eine Schranke bis zum Tage der Auferstehung. Bedeutet, er kommt nicht mehr wieder zurück zur Dunya. Das war's. Wir hören diese Wörter, aber wir verstehen sie nicht. Aber die Leute, die vor uns gelebt haben, sie haben diese Wörter verstanden, liebe Geschwister. Einer der Salaf-Gelehrten, wisst ihr, was er in seiner Wohnung gemacht hat? Er hat sich sein eigenes Grab geschaufelt in seiner Wohnung. Ey, Wallah. Ihr wisst, die Wohnung damals war aus Erde. Er hat sich sein Grab geschaufelt in seiner eigenen Wohnung. Und jedes Mal, wenn er gefühlt hat, dass sein Herz hart geworden ist, dann ist er runtergegangen in sein Grab. Und er hat sich mit Erde zugeschüttet, so aber, dass er noch leicht atmen konnte. Und er hat ein Brett oben drauf gelegt. Wenn er gemerkt hat, sein Atem ist verschwunden und er war durchgeschwitzt, dann hat er das Brett weggeschlagen mit seinen Füßen und er hat die Eier rezitiert. Wenn zu einem von ihnen der Tod kommt, dann sagt er, oh mein Herr, lasse mich wieder zurück zur Erde, damit ich Gutes tun kann von dem, was ich unterlassen habe. Er sagte zu sich selber, Allah hat dich hier zurückgebracht, jetzt tu was. Frage, was hast du in deiner Wohnung, was dich an die Akhira erinnert? Michael Jackson Poster? Bitte, was hast du in deiner Wohnung, was dich an die Akhira erinnert? Sag mir das. Flachbildfernseher, 180 cm, Full HD. Alles Dunya-Sachen. Zah, Dunya. Molinex, Kleenex, Dunya. Aber was erinnert uns an die Akhira? Ich sage dir nicht, schaufel dir ein Grab in deine Wohnung, aber Achi, mach etwas in deine Wohnung herein, was dich an den Tod erinnert. Wie schnell vergessen wir den Tod? Vor allen Dingen, wenn wir vor dem Computer sitzen und wir nach rechts gucken, niemand sieht uns. Und wir nach links gucken, niemand sieht uns. Und wir nach oben gucken, niemand sieht uns. Niemand außer Allah. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir Allah vergessen. Ein Klick. Und dann kommt die Maus. Nicht die Maus, die du dich bewegst, eine andere Maus. So. Und du freust dich. Maus. Mäuse. Allahu Akbar. Was erinnert uns an den Tod? Liebe Geschwister, Subhanallah al-Azim, du musst immer an den Tod denken. Du sagst mir, ja, wenn ich an den Tod denke, dann werde ich traurig. Und ich werde depressiv. Und ich werde krank. Ich sage dir, das ist falsch, was du tust. Dieses ist falsch, was du tust. Denn so ist nicht die richtige Art des Gedenkens des Todes. Sondern, wenn du an den Tod denkst, das sollte dich motivieren, was zu tun? Gute Tat. Ja, nicht, dass du Stillstand erlebst. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass wenn du dich an den Tod erinnerst, du aufstehst und sagst, jetzt nehme ich die Chance wahr, die ich noch habe. Denn danach wird Allah Azza wa Jal mich nicht mehr zur Erde zurückschicken. Subhanallah al-Azim. Deswegen sagen die Gelehrten, liebe Geschwister, wer dem Tod häufig gedenkt, der wird durch drei Früchte geehrt. Erstmal, er beeilt sich mit der Reue. Sagen Sie die Wahrheit oder lügen Sie? Sie sagen die Wahrheit. Wenn du heute, wir sind immer noch bei unserem Termin, um 23 Uhr den Termin mit dem Todesengel hast, was tust du als erstes? Du bereust. Und sie sagen, die zweite Frucht ist, dass deine Gewissheit noch stärker wird, dass du vor Allah Azza wa Jal stehst. Zah. Auf einmal ist die Gewissheit da. Warum? Weil du weißt, der Termin, er kommt. Und die dritte Frucht, liebe Geschwister, ist, dass man viele gute Taten macht. Allahu Akbar. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, der Prophet Muhammad s.a.w., er fragte einmal nach dem Gebet, liebe Geschwister, er fragte, wer von euch ist heute fastend aufgestanden? Abu Bakr sagte, ich.
Dann fragte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wer von euch hat heute eine Janaza besucht? Abu Bakr sagte, ich. Dann fragte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wer von euch hat heute einen Armen gespeist? Abu Bakr sagte, ich. Und er fragte, wer von euch hat heute einen Kranken besucht? Niemand anderes sagte ich, außer Abu Bakr Siddiq. Das war nach dem Fajr-Gebet. Da hat Abu Bakr all die Taten schon gemacht gehabt. Was denkt ihr, wenn sein Tag mit diesen Taten angefangen hat? Wie ist sein Tag geendet? Wie ist sein Tag geendet? Abu Bakr, As-Siddiq radiallahu anhu. Das ist das Richtige. Wenn du den Tod gedenkst, das treibt dich dazu, was zu tun? Gute Taten. Gute Taten, o Diener Allahs. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, bei wem diese vier Dinge? Nochmal, was waren die? Hä? Was waren diese vier Dinge? Ich will nur sehen, ob ihr noch lebt. Oder ob jemand schon hier vom Todesengel besucht wird. Na, diese vier Dinge, die Abu Bakr as-Siddiq gemacht hat. Das Fasten. Krankenbesuch. Janaza. Arme speisen. Eine Frage. Billahi alaik. Ich frage dich, sei ehrlich zu dir. Hast du diese vier Dinge mal an einem Tag nur gemacht? An einem Tag. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mashallah, ihr liebt euren Propheten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, wer diese vier Dinge tut, der wird in das Paradies kommen. Bei manchen Leuten ist das so schwer. Sie wollen das Paradies leichter erreichen, indem sie nur sagen, mein Name ist Muhammad. Da haben wir ihn wieder, in jeder Zeit. Abu Mumin. Nein. Du wirst ackern müssen für deine Taten. Schaut mal, subhanallah, die Salaf-Gelehrten sagten, لو قيل لحماد بن سلمة, wenn zu Hamad ibn Salama gesagt worden wäre, innaka tamut ghadan, du wirst morgen sterben, ما قدر أن يزيد في العمل شيئا, er wäre nicht mehr in der Lage, noch etwas an guten Taten hinzuzufügen, als das, was er sowieso schon gemacht hat. Das heißt, er ist jeden Tag an seine Grenze gegangen. Allahu Akbar. Einer, der Imam Ahmed, rahmatullah alayh, 20 Jahre begleitet hat, er sagte bei Allah, ich sah ihn jeden Tag mehr machen als den Tag zuvor. Achi, und verzeih mir diese Wörter, auch wenn sie dein Herz treffen. Du bist arrogant und denkst, dass Allah deine Taten annimmt. Und ich sage dir, du wirst erstaunt sein, wie viele Taten Allah von dir nicht annimmt. Wie viele Taten haben wir gemacht, um Eindruck bei den Menschen zu schinden? So. Einer nach Jumma, bevor er den Fünfer reinschmeißt, der wedelt nochmal und überzeugt sich, ob ihn alle gesehen haben. Dann schmeißt er ihn in die Spendenbox. Und manche nehmen Zehner dafür raus, weil sie den Fünfer reingeschmissen haben. A'udhu billah. Einer, der macht die gesamte Zeit Taten, nicht nach der Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angenommene Tat oder nicht? Nein. Wie viele Gebete haben wir gebetet und wir waren eigentlich gar nicht anwesend? Wir waren in der ersten Raka'a Allahu Akbar und dann haben wir gesagt, wäre das Gebet schon zu Ende. Soll Allah dich für sein Gebet belohnen? Ja? Nein. Der Preis ist teuer. Und deswegen, subhanallah al-azim, damit wir unser Herz immer lebendig halten, schaut mal, Sa'id ibn Jubair, radiallahu anhu, wa rahimullah ta'ala, einer der Salaf-Gelehrten, er hat etwas gesagt, was wir in unsere Herzen tätowieren sollten. Er sagte, لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. Wenn das Gedenken an den Tod nur für einen Moment mein Herz verlässt, dann fürchte ich, dass mein Herz verdorben ist. Verstanden? Einen Moment.
wenn er den Tod für einen Moment nicht gedacht hat, dann hat er Angst gehabt, dass sein Herz hart geworden ist. Weißt du jetzt, warum dein Herz krank ist? Weil wir nicht was gedenken? Hä? Den Tod. Das ist der Grund. Lieber Diener Allahs, wallahi l'azim, das ist der Grund. Du willst nicht, dass ich mich über dich lustig mache. Du willst nicht, dass ich dich betrüge. Wallahi, ich sitze heute nicht hier, um dich zu betrügen. Ich sitze heute hier, damit ich dich motiviere, was zu tun. Gute Taten. Fang endlich an, ja, Achil Karim. Du wirst sterben und ich werde sterben und alle werden sterben. Liebe Geschwister, aber der Beste von uns ist der, der immer den Tod vor Augen hat. Deswegen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er wurde gefragt, Ayyul Mu'minin Akyas, wer sind die schlauesten Gläubigen? Wer sind diejenigen, die am pfiffigsten sind? Die am besten mitdenken. Er sagte, Aktharuhum lil mauti dhikra wa ahsanuhum lahu istadada. Das sind diejenigen, die am häufigsten was gedenken? Den Tod. Und sich am besten darauf vorbereiten. Möge Allah Azza wa Jal uns niemals das Gedenken an den Tod entziehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen immer verbunden sein lassen mit der Akhira. Möge Allah Azza wa Jal uns zu jeder Zeit zu guten Taten motivieren. Möge Allah Azza wa Jal uns am Tage der Auferstehung all unsere Taten wiederfinden lassen und uns mit den Besten seiner Diener vereinigen. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum wa jazakum la khairan für euer gutes Zuhören. Jazakum la khairan für euer gutes Zuhören. Und möge Allah azza wa jal uns heute mit dieser Tat reichlich belohnen und sie zu einem Grund machen, dass wir in das Paradies kommen.